Hallo, mein Name ist Lisa Scheirer. Ich bin die Mitgründerin und Geschäftsführerin von der Glaskiste, natürlich Unverpackt. Das ist der erste Unverpackt-Laden hier in Freiburg. Da kann ich fast noch ein bisschen zurückgehen. Also der Laden ist jetzt 3 Jahre alt und uns geht es richtig gut in Freiburg. Also rein wirtschaftlich ist der Laden hat sich sehr gut getragen und das Team hat sich erweitert und sehr viele Leute kaufen täglich ein. Also es war ein richtiger Zuwachs da. Man hat es jeden Monat gespürt, dass es immer mehr resoniert. Und durch Corona war tatsächlich in der ersten Woche erstmal so mega viele haben so Panikeinkäufe gemacht. Also nicht mega viele, aber man hat es gemerkt. Und dann war in der Woche danach tatsächlich erstmal über die Hälfte der Leute kamen nicht mehr. So wie die Innenstadt eben, war das einfach leer. Es war leer gefegt und in unserem Laden auch. Unsere Aufgabe ist es, lose Lebensmittel, vor allem plastikfrei, an die Kunden oder eben den Konsumenten weiterzugeben. Ja, wir wollen vor allem die regionalen Produkte oder die regionalen Zulieferer vor allem stärken. Tatsächlich ist ein Unverpacktladen, steckt sehr viel davon ab, von den, was es braucht. Also, weil zum Beispiel hier merke ich ganz doll, dass dieser 1-zu-1-Kontakt zu den Produzenten und dieser 1-zu-1-Kontakt zu dem Konsumenten, also zu dem Einkäufer, total viel wert ist. Dahinter steckt kein großer Business, wo man irgendwie gar nicht mehr keine Transparenz hat oder keine Durchsicht, wer ist das eigentlich, was sind da für Zwischenschritte. Genau, das ist bei uns gar nicht vorhanden. Deswegen ist meine Idee von einem nachhaltigen Ernährungssystem auf jeden Fall, dass es kleine Supermärkte sind oder kleine Nischenladen, die regionale Produkte verkaufen, wo man die Produzenten kennt, die Bauern und dass die Zwischenwege nicht so weit sind. Genau.